Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Unsere ständigen Begleiter, Computer und Co., das können natürlich auch Smartphones sein, mit denen man irgendwelche Notizen schreiben will, unterwegs Informationen aufnehmen will, vielleicht auch rein sprechen und sowas. Aber ab und zu muss man schon mal eine E-Mail beantworten oder so. Und dann kann man das natürlich mit diesen elektronischen Begleitern gut, einfach und schnell erledigen. Ja, wenn man aber ein paar mehr Sachen schreiben will, ein bisschen länger, wird das schon ein bisschen schwierig, hier irgendwo dann da drauf rumzutatschen auf dem Touchscreen und die Buchstaben zu treffen und zu korrigieren und dann einzufügen und hin und her. Also eine Tastatur für viel zu schreiben ist mir heute immer noch lieber. Aber die haben keine Tastatur, nur so eine Bildschirmtastatur. Ich habe aber hier was gefunden, da können Sie sehen, das ist auch keine Tastatur. Denken Sie vielleicht, aber die kann man aufklappen und was kommt dabei heraus? Eine richtig gehende Tastatur. Die Breite der Tastatur, die ist übrigens von General Keys, ist 26 cm. Gut, ist nicht ganz eine volle Breite, aber gucken Sie hier, selbst meine Pranken finden hier drauf die Tasten, ohne sich besonders zu stören. So, diese Tastatur schließe ich an meinen Computer an. Wieden. Ganz einfach. Das ist eine Bluetooth-Tastatur. Da wird einmal hier auf das Pairing-Knöpfchen gedrückt und ich sage meinem Rechner oder Smartphone oder was auch immer oder Club-Computer oder ähnlichen Teil, was auch Bluetooth kann, hör dich mal um, wer sich da im Moment meldet. Und dann sagt er, da ist die Tastatur so und so. Tippen Sie drauf, geben das Passwort ein, was er Ihnen vorschlägt. Und das war es schon. Damit sind die beiden verbunden. So, und dann kann ich jetzt hier, wenn wir da auf dem Bildschirm da oben gucken, bei heute kann ich ja mal versuchen, irgendwas zu schreiben. Moment, jetzt habe ich die Shift-Taste, ich muss mich erst dran gewöhnen. Da bin ich auf den Anfang zurückgesprungen, wieder auf das Ende, so. Und so, geht also eigentlich ganz gut, so wie Sie das erkennen können. Und damit habe ich meinen Text unterwegs schnell und einfach geschrieben. Diese Tastatur wiegt 176 Gramm und zur Not passt sie in die Hosentasche, obwohl es sieht etwas unförmig aus. Aber naja, bei dem einen fällt es mehr auf, bei dem anderen weniger und tschüss.